Willkommen zum dritten Teil unseres Star Wars Let's Plays. Und ihr seid immer noch in der Verhandlung mit eurem Twi'lek-Auftraggeber, der bereit ist, zwar eine Menge Geld locker zu machen, aber vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche weiteren Ideen. Entschuldigung. Gesundheit. Ja, Weltraumgrippe garantiert. Achso. Nicht allergisch gegen E-Box, sondern. Vielleicht. Weil man weiß, was in dem Fell alles liegt. Ja, für alle, die noch nicht zugeguckt haben, Steff spielt einen Ewok namens Tick-Tick. An seinem spielt ein Botaner, der da am Boden liegt und von der Chiss, die Miriam spielt, getreten wird, weil er seine Probe versemmelt hat. Und der Tratterschader rechts ist Thomas. Also Thomas alter Ego, das vor der Tür steht, weil er sein Messer nicht abgeben wollte. Nein, ich hätte das Messer ja abgegeben, aber ich bin immer noch bewaffnet dann. Ja. Wahrscheinlich hätte sich da drüben. Ich bin einfach eine Waffe. Ja. Gut, wir machen's. Ah, sehr schön. CZ13 wird dann mit Ihnen alles weitere regeln. Oder haben Sie noch direkt Fragen an mich? Drei Fragen? Wir haben keine Fragen. Wir müssen niemanden mitnehmen, oder? Wir können da jetzt alleine. Doch, Sie werden einen Protokolldruiden, der für meine Firma arbeitet, mitnehmen, der alle Informationen zur Sanala Ohr gespeichert hat. Wie sieht's aus mit einem Vorschuss auf Spesen? Oh, das ist selbstverständlich möglich. Wie viel benötigen Sie denn? Keine Ahnung, ich tue mich irgendwie schwer mit, wie viel Credits sind, wie viel Geld. Okay, jetzt nur mal so, was unser Charakter 500? Wissen könnte. Wir wissen, dass wir ein bisschen was brauchen, um das Schiff zu bezahlen. Was ist denn so noch ein Standard, so was man so für so sonstige Sachen braucht? Also sind 500, erscheint das uns als logisch, oder? 500 ist, wenn ihr sozusagen sagen wolltet, wir wollen uns noch ein bisschen Ausrüstung holen, ist ziemlich wenig für euer gesamtes Team. 1000. Das macht schon deutlich mehr Sinn. 999. 1000 ist in Ordnung. Das ist kein Problem. Er tippt kurz auf der Computereinheit oder auf seinem Tisch herum und reicht euch dann einen gesiegelten Credit Sheet, auf dem das Geld gespeichert ist. Gut, da sind wir uns ja einig. Ja. Bitte folgen Sie mir. CZ13 führt euch wieder in den Vorraum, macht das Kläppchen auf, reicht euch die Waffen. Haben Sie sonst noch Fragen? Ja. Er meinte, du wolltest uns den Vorschuss auszahlen? Ich stand daneben, als Sie gerade den Credit Chip erhalten haben. Oh, ich bin gar nicht gekommen. Ich habe tatsächlich noch weitere Fragen. Genau. Gutes Reenactment. Uns ist nicht so ganz klar, wie das jetzt ablaufen soll. Das heißt, wir fliegen dahin und dann schauen wir, was wir dort sehen und bringen alles mit, was wir finden. Ist das der Plan? Ich dachte, wir bringen das Schiff zurück. Folgendermaßen. Das ist ja die Frage. Nein, das Schiff nicht. Es geht eher darum, was es geladen hatte oder ob Personen möglicherweise überlebt haben oder Informationen. Auf dem Schiff befand sich ein Wissenschaftler, der für einige der Modelle, mit denen Isotec einen Grundstock aufgebaut hat, ursprünglich in Japanisch stand und sie entwickelt hat. Ah, lass mich raten. Also alles an Informationen, an Waren und allem, was damit zu tun hat, zu diesen kybernetischen Implantaten, wäre der Hauptfokus dieser Bergungsmission. Mhm. Ich denke mal, wir treten wieder durch die Tür und wieder auf den Tratterschaden. Ja. Aber in ein paar Stunden werden wir Ihnen einen vorbereiteten Droiden vorbeischicken, der sämtliche Informationen in seinen Speichern hat. Gut. Sehr gut, wir sind bei der und der Bucht. Ja. Das wissen wir bereits, danke. Sie haben damit jetzt noch Zeit, sich vorzubereiten, nötige Einkäufe zu tätigen und dergleichen. Gut, ich gehe Richtung Schiff. Ja. Einen schönen Tag noch. Der Druide schließt die Tür hinter euch. Also, du Mann, sogar die Droiden hier sind unsympathisch. Und? Wir haben 1000 Credits. Wir kriegen noch 9000 weitere. Nein, das waren Spesen. Ja, wir kriegen noch 9000 weitere. Am Ende. Nein, wir kriegen 10.000. Die 1000 sind Spesen. So habe ich das nicht verstanden. Und was machen wir dann morgen? Wir werden vielleicht ein bisschen länger brauchen, um dieses Schiff zu finden. Wir haben den Auftrag, ein Schiff zu finden, das vor... Wann ist das? Wo ist das überhaupt? Wir kriegen die Koordinaten noch gesagt. Es handelt sich dabei um ein Schiff, was
Sagenumwoben will ich nicht sagen, aber sehr viele Leute suchen dieses Schiff. Wollt ihr mir sagen, dass wir dann wochenlang durchs Nichts fliegen, um irgendwelche Wrackteile zusammenzufegen oder was? Während der Trandoshaner sein Mi-Mi-Mi-Mi-Mi macht, siehst du hinten über seine Schulter ein Rodianer um die Ecke lugen, der euch offensichtlich im Auge hat. Obwohl das bei Rodianer Augenschwür zu sagen ist mit ihrer Insektoidenfresse. Ich reagiere natürlich darauf. Ein Kommgerät, ein Kommlink hineinspricht, der euch beobachtet. Vielleicht sollten wir das nicht weiter hinsprechen. Wer sieht ihn? Du siehst ihn. Ah. Ja. Nun gehen wir erstmal zurück zum Schiff und reden mit Tick-Tick. Der Rodianer dickt sich hinter die Ecke und verschwindet aus seinem Sichtfeld. Okay. Ja. Du hast das Gefühl, dass irgendwie deine Fragen nicht beantwortet wurden. Ja. Gehen wir zurück zum Schiff, sonst müssen wir dir alles erzählen, dann müssen wir Tick-Tick alles erzählen. Und dann dauert es doppelt so lange. Ja. Gut. Können wir unterwegs noch irgendwelche Leute fangen oder so? Vielleicht. Also beim Rausgehen. So blauer Ton. Welche Leute willst du fangen? Ist mir doch egal. Schuldige. Flüchtige. Auf dem Weg zurück, wenn wir um eine Ecke gehen. Also ich versuche irgendwie mitzukriegen, ob sollen die Götter aussortieren. Oder ob er weg ist. Du wirfst einen Blick über deine Schulter und du siehst, wer gerade an der letzten Ecke noch irgendwie hinter euch herschaut und immer noch in den Das ist schon die letzte Ecke. Ich würde gerne das vor der letzten Ecke machen. Nein, das ist nicht die letzte Ecke. Okay. Also die von euch aus gesehen letzte Ecke. Alles klar. Ja. Die ihr zuletzt. Ja. Sobald wir um noch eine Ecke gehen, gebe ich den anderen ein Zeichen. Mhm. Und presse mich an die Wand. Mhm. Und warte da. Ich presse mich auch an die Wand. Ich glaube, das war das Zeichen weitergehen. Ach nein! Ach so, dann tue ich das nicht. Ich dachte, es wäre ein geht dorthin und stellt euch an die Wand. Immer diese okay. Zivilisten, die taktische Kampfzeichen nicht verstehen. Du warst jetzt nicht sehr klar in deiner Kommunikation. Ich weiß nicht, ob es sehr klein Militär ist. Ja, das hier als taktisches Kampfzeichen. Das ist ein botanisches. Falls ihr wisst, ob das eine militärische Geste ist, meldet euch bei uns, wir würden das gern klären. Okay. Also nochmal. Gehen wir jetzt tatsächlich davon aus, dass wir jetzt hier wochenlang durchs Nichts fliegen, nur um dann irgendwelchen Schrott einzukrammen oder der was? Der Botane hat irgendwelche komischen Gesten gemacht und der hat sich hinter eine Ecke geduckt. Das heißt, du unterhältst dich mit der Chiss weiter. Ja, genau. Ja. Dass wir jetzt wochenlang hier durch die Leere taumeln und da irgendwelchen Schrott einsammeln oder was soll das jetzt hier werden? Das geht nicht um eine wochenlange Mission. Sondern, wie lange wird es dauern? Das werden wir erfahren, wenn wir die Koordinaten bekommen. Und wie viele Leute sollen wir dabei einfangen? Wir sollen niemanden einfangen. Wir sollen Warum werden wir hier niemanden einfangen? In dem dichten Strom an verschiedensten Individuen... Das ist ein dichter Strom, dann ziehe ich vielleicht die Waffe nicht. ...kommt... Na, ist nicht so ganz untypisch auf diese Station. Kommt irgendwann tatsächlich auch... Du glaubst, es ist derselbe Rodian, das ist aber schwierig zu sagen. An dir vorbei, brummelt kurz noch weiter in seinen Comlink. Und fängt dann an, sich umzuschauen, als er offensichtlich feststellt, dass da ein haariger, spitzohriger Alien fehlt in der Gruppe, die er verfolgt. Okay, dann drehe ich mein Holster auf ihn. Mhm. Also ich trete von hinten relativ nah an ihn ran, solange er noch verwunderlich ist. Drehe ich mein Holster auf ihn, schaue ihn eindringlich an. Er schreckt zurück, als er bemerkt, dass du direkt hinter ihm stehst, mehr oder weniger. Du guckt runter, sieht die Waffe, guckt wieder hoch zu dir. Folg ihm. Dreht sich um und gibt Fersengeld. Hm. 21, 22, er biegt den anderen Gang ab. Ich lasse ihn laufen. Es gibt nur Ärger. Es gibt nur Ärger, jetzt hier rumzuschießen. Gut, dann gehe ich weiter. Sollen wir das hier? Oder? Ja, jetzt immer nochmal. Könntest du mich auch nochmal in einer zutretenden Geste dazu schreien? Ich glaube, es ist eher, weißt du, Nick kommt zurück und. Und sie macht. Was? Ich schlage mich so. Nein, du machst einen Facepalm. Hier. Ja. Ja. Da, guck. Ja. Interstellarer Facepalm. Du kannst ihn aber von hinten würgen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich verschenke ein paar Würgemale. Ah! Da geht er direkt zum Boden. Ha, ist das schön mit Püppchen. Was? Ich verhalte mich unauffällig.
So sieht es eher aus, als würde ich sagen, hey Kumpel! Naja. Ja, kurz von der Tanzaufforderung, ja. Ja. Ich denke, wir treffen uns vielleicht beim Schiff wieder aufeinander. Dass wir den Ewok direkt dabei haben, der wahrscheinlich eine Außenhülle der Ewok sitzt außen und schraubt in irgendetwas rum und gibt laut schnatternd Anweisungen an den Druiden, der ihm verschiedene Hydroschraubenschlüssel reicht und andere Sachen, mit denen er da oben irgendetwas macht. Ich stehe in Ordnung, es gibt eine Möglichkeit für dich, dass wir jemanden einfangen müssen. Uns wurde gesagt, dass eine Person an Bord des Schiffs sein könnte. Ein Wissenschaftler. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Person... Ein Wissenschaftler. Pass auf, ich habe doch die ganze Zeit nur gelabert. Ach, egal. Ja, okay, es gibt einen Wissenschaftler. Es gibt einen Wissenschaftler. Verstehe. Es gibt einen Wissenschaftler. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich eher um diesen Wissenschaftler als um die ganzen anderen Sachen geht, die an Bord des Schiffs sich befinden könnten. Ich meine, diese Firma hat mit Kybernetik zu tun. Kybernetik? Ja. Kybernetik. Und der Wissenschaftler hat bestimmt irgendwelche Informationen oder irgendwelche Erfindungen, an denen die interessiert sind. Und dass dieses an Bord des Schiffs befinden sich irgendwelche anderen Schätze vielleicht auch nur vorgeschoben ist. Könnte sein. Ist nur so eine Idee. Es könnten Waffen an Bord sein. Was das Ganze interessanter machen könnte. Wenn sie diesen Wissenschaftler Waffen an Bord könnten auch dazu genutzt werden. Komm mal runter. Schaden bei uns anzurichten. Ja, von mir aus. Oder an unserem Schiff. Ja, ich mach die Klappe wieder zu. Ja. Das passt schon. Ja. Im Zweifel habe ich was verschlimmert. Besser. Seilt sich an eine Liane von dem Flügel des Raumschiffs ab. Tick-Tick, wir haben einen Bergungsauftrag. Bergung? Schiff, wie ist es nochmal? ST, was bedeutet Bergung? Es bedeutet, verlorene Dinge an sich zu nehmen. Ah, sammeln ist gut. Etwas Spezielles sammeln. Ich sollte den Namen gleich mal aufschreiben, ich habe den eben schon nicht wieder vergessen. Onkel Tocknik war ein großer Sammler. Kannst du mit dem Sir Listed ausrichten, dass in seiner Familie Bergungsarbeiten eine lange Tradition haben. Das ist sehr schön. Der Name des Schiffs lautet... Sanaulor. Okay, da musst du das buchstabieren, ich weiß nicht, wie ich das... Kannst du es laut malen? Sanaulor. Ich kann auch ein Bild malen. Sanaulor. Ah. Wie nah war ich dran? Okay. Sanaulor. Es ist nicht Sanaulor. Es ist nicht der blödeste Star Wars Name ever. Also da. Sanaulor. Ja. Es ist nicht Ponudo. Wobei ich mir nicht sicher bin. Ponudo. Wir kriegen dafür 10.000 Credits. Wenn wir ein Schiff bergen sollen, das heißt, das Schiff ist gestrandet, warum sollte noch jemand sich an Bord befinden, der noch am Leben ist? Das ist ja schon eine ganze Weile zurück, dass das passiert ist. Weil irgendjemand diese diese Signalboje gestartet hat. Ich nehme nicht an, dass das nach... Wie lange ist das her? Naja, automatisch das liegt schon eine ganze Weile zurück. Oder wenn das ein paar Jahre, das war halt am Ende der Klonkriege. Das liegt schon ein paar Jahre zurück. Also ich meine, ist er da ein paar Jahre an Bord und das ist mir alles... ich finde es ein bisschen seltsam, aber gut. 10.000 Credits sind 10.000 Credits. Das wird der langweiligste Auftrag überhaupt. Sag das nicht zu früh. Wir wurden eben verfolgt von so einem merkwürdigen Rodianer. Was? Ja. Und warum hast du ihn mir nicht zugetrieben? Er ist in die andere Richtung gelaufen. Ja und? Obwohl eigentlich ist... Er ist weggelaufen! Eigentlich ist er das nicht. Ich stand hinter ihm, aber naja. Oh. Er ist weggelaufen, du hast ihn nicht gesehen. Warum hast du dich nicht umgedreht und geschaut? Du bist zurückgeblieben, um ihn aufzulauern. Sir, das Sie diskutieren darum, wer von Ihnen gerade am unfähigsten war bei der Situation. Also mein Onkel. Und wo war mein Onkel wollte mal Blockzähne sammeln. Da leider fanden wir sie noch in einem Block drin. Was Pech für meine Tante war. Sir lässt ausrichten, dass man immer vorher das Risiko korrekt einschätzen soll, bevor man sich auf die Suche nach einem Schatz macht. Sonst kann das dazu führen, dass die Altersvorsorge der Familie wegfällt. Gut. Sag Sir, dass 10.000 Credits uns das wert sind, obwohl wir auch mit weniger schwierigen Mitteln ein paar tausend Credits verdienen könnten. Sie behaupten, dass man mehrere Ponyladungen Muscheln dafür bekommt, was sie vorhaben, und dass sie das durchaus wert fänden, dafür Blurk-Zähne einzusammeln, selbst wenn sie noch in einem Blurk sind, auch wenn es leichter wäre, ausgefallene Zähne zu sammeln, wofür man jedoch nur eine Handvoll Muscheln bekommen könnte. Dann sollten wir das doch tun. Haben wir überhaupt Muscheln, um hier wegzukommen? Sir fragt, ob wir
ausreichend liquide sind, um die Hangarmiete zu zahlen. Was ist denn? Wie hoch ist denn die Hangarmiete? 300. 300? Ja, es sind mindestens 2 Tage, sobald man landet. Egal, wie lange man bleibt. Seien Sie froh, dass wir nicht aus Versehen noch irgendwie weitere Pakete mitgebucht haben, wo Massagehilfen und dergleichen an Bord kommen. Ich habe im Namen von Sir abgelehnt. Bitte sagen Sie ihm nicht, dass es überhaupt zur Verfügung stand. Das hast du sehr gut gemacht. Wir sollten uns überlegen, wir wissen ja noch gar nicht, wo die Koordinaten sind. Ob es irgendwas davor gibt, wo wir noch Passagiere mitnehmen und abladen könnten. Ich weiß, das ist langweilig, aber irgendwie müssen wir auch Sprit kaufen, Reparaturen bezahlen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht. Und du lässt deine Credits immer irgendwo, ich weiß nicht, wo die bleiben. Ich habe gegessen. Du würdest jemanden an Bord nehmen, bevor du auf eine Mission aufbrichst, ohne zu wissen, ob diese Person vielleicht irgendwie das Ziel hat, uns irgendwie zu verfolgen oder eventuell auch Interesse an diesem Schiff irgendwie... Halte deine Freunde eng bei dir, aber deine Feinde noch näher. Ich würde liebend gerne 3 Spione mit an Bord nehmen, wenn ich weiß, was die Spione sind. Sir, Sie diskutieren gerade darum, warum immer Muscheln verschwinden. Außerdem beweist das blaue Weibchen einen sehr scharfen Verstand, während das haarige Männchen sinnlose Sprichwörter von sich gibt. Im Zweifelsfall machen wir das, was das blaue Weibchen sagt. Sir, stimmt Saffron zu. Gut, dann keine Passagiere. Unser Ewok hier hat eben auch nachgeschlagen, von welcher Spezies sein Onkel unvorsichtigerweise Zähne sammelte, während diese sich hier noch im Maul befanden von Blurks. Eben von Blurks. Das ist wirklich eins meiner liebsten Star Wars Bücher, die wir hier haben. The Wildlife of Star Wars. Kann man ja gerne mal Werbung für machen, weil das ist extrem putzig. Ja, wo ganz viele in den Filmen mal kurz aufgetauchte oder nur irgendwann mal in Büchern beschriebene Monster und Kreaturen drin sind. Super mit schön. Dem, wie leben sie? Ja. Werden sie irgendwo gehalten? Wie vermehren sie sich? In welcher ökologischen Nische sind sie? Mit echt, echt tollen Zeichnungen. Ja, wie zum Beispiel Slug. 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 Slug gehört zu den Vernunftbegabten. Auch wenn du das manchmal bezweifelst. Das ist so. Per Definition. So. Ja, wir haben ja schon festgestellt, wir nehmen keine Passagiere mit bei dieser Bergungsmission. Ja. Und das hattet ihr zuletzt geklärt. Was wollt ihr noch Dinge erledigen? Wollt ihr noch einkaufen? Brauchen wir Sprit? Treibstoff? Wie sieht's mit der Treibstoffanzeige aus? Sir, die Maschine ist ausreichend gefüttert. Wie sieht's mit Verpflegung aus? Sir, die Crew ist nicht ausreichend gefüttert. Ah, dann sag ihnen mal, dass wir Futter brauchen. Sir lässt ausrichten, dass unsere Nahrungsmittelvorräte aufgestockt werden sollen. Und wenn ich darauf hinweisen könnte, dass sie vielleicht Maschinenöl für mein linkes Knie mitbringen. Es ist immer das linke Knie bei euch Droiden, oder? Von uns aus gesehen oder von euch aus gesehen? Ich bin SC78, nimm dir ein paar Credits aus der Kasse und... Ich kaufe mein eigenes Öl, ich verstehe. Und Vorräte für uns. Brauchen wir noch irgendwas, um dieses Schiff genau, zu schickt bergen? Den lahmen Druiden. Mit einem offensichtlich absichtlich nervtötenden Quietschen humpelt er durch die Gegend. Ja, du hast völlig recht, Nico. Ich glaube, wir taufen ihn um von ST78 zu Marvin. Marvin 78? Nein. M-A-V-I-N. V1-N. V1-N, ja. Marvin. V1-N. Ja, das ist schön. Okay, also du schickst den Druiden zum Einkaufen. Ja. Okay. Okay. Der kann auch Standardsaktionen kaufen, das ist schon in Ordnung. Ich werde eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene, wohltuende Zusammenstellung treffen. Da bin ich gespannt. Und damit quietscht er die Rampe hin. Wir kriegen jetzt alle Essen für Ewoks. Und auch Portionen für Ewoks. Paste und Pillen. Naja, so ist das eben. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Wenn du dann Übersetzungsdruiden verstehst du nur so jedes zweite Wort. Ja. Dann kann ich ja bei der Gelegenheit auf Ewok losschnattern und ihnen erklären, wo die ganzen Credits herkommen, die ich habe. Nämlich im Aufenthaltsraum gibt es so ein Fußbodengitter, das kann man abheben und da fallen die ganzen kleinen Münzen und sowas rein und die kann man dann ganz ohne Probleme rausfischen.
Der Ivo gestikuliert und sagt irgendwas von Gitter und zeigt auf eure Füße, aber... Ja, macht das mal wieder ganz, wenn das kaputt ist. Ich habe erst kürzlich geguckt, also da ist jetzt nichts mehr drin. Mhm. Aber bei Gelegenheit gucke ich wieder. Der Droide mit den Astrodaten, der wird mitkommen, oder? Ja. Ja. Hältst du das so gefährlich? Hm. Nein, eigentlich nicht. Aber bei Droiden weiß man eben so nie, was sie halt da noch mit haben. Ich meine, das Problem ist, wenn er dabei ist, können wir keine Sachen nebenbei machen, ohne dass er es mitbekommt und demjenigen erzählt, der uns den Auftrag gegeben hat. Du verstehst, was ich meine. Ja. Warte mal, hier an Bord sind wir doch die Chefs, oder? Ja. Gut, dann können wir ihm auch sagen, wo er hin darf und wo er nicht hin darf. Ja, es geht darum, wenn wir die sich sind. Über irgendetwas unterhalten, stellst du fest, dass sich ein Druide, wird er mitkriegen, ein wenn kleiner Raupendruide, der normalerweise Wartungsarbeiten verrichtet, langsam auch im Schiff nähert. An denjenigen, der uns den Auftrag gegeben hat. Ich? Und dabei seine Sensoren hin und her schwenkt und dann nicht, ein Ärmchen hebt, in dem er ein kleines elektronisches Gerät hält. Ich gehe an die Eingangsluke und baue mich da natürlich auch mit meinem Schraubenschlüssel in der Hand. Er hält inne. Und keinen Beuteanteil. Bemerkt, dass du ihn anstarrst, der war offensichtlich dabei, gerade irgendwas an eurem Schiff anzusehen. Wie viel Prozent? Und dann gibt er ein helles Brrrr von sich, dreht sich um und gibt Gas. Wir haben nicht über Prozente gesprochen. Warum hast du nicht über Prozente gesprochen? Was macht unser Ewok? Das machen sie Ewok. Der steht mit einem schweren Schraubenschlüssel in der Rampe und schaut auf einen Druiden, der gerade panisch Gas gibt und versucht vor ihm zu fliehen, offensichtlich. Moment, wer rennt von wem weg? Der Druide vor dem Ewok. Ein Druide, nicht unser Druide. Also den kennen wir aber nicht. Nein, das ist, ein Standard-Druide, wie er hier auf der Station für ganz viele einfache Reparaturen eingesetzt wird. Er schwenkt mehrere Greifärmchen, schwenkt seine Sensoren hin und her und gibt mit seinen kleinen Raupenantrieben Vollgas. Tick, fang ihn! Sammeln! Der gestikuliert und sagt irgendwas von Sammeln. Ich gehe die Rampe runter und guck, ob hier irgendwas rumliegt, das ich einsammeln kann. Der Ewok wirkt nicht so, als hätte er korrekt verstanden, was du von ihm wolltest. Aber er ist abgelenkt und verfolgt den Druiden nicht weiter. Warum haben wir ihm eigentlich einen Comlink gekauft? Wir werden doch eh nicht verstehen, was er da rein sagt. Ich glaube, das ist eh schon längst auseinandergenommen, weil ich wissen wollte, wie das funktioniert. Du bist dir relativ sicher, dass du inzwischen das Stück herausgearbeitet hast, in dem die Ahnengeister stecken. Ja, die zu mir sprechen. Ja, nee, also hier ist anscheinend nichts, was ich einsammeln kann, also gehe ich wieder an Bord. Übrigens, der Droide wollte irgendwas an unserem Schiff machen. Genunu Dada, Schiff! Ich geh mal zur Rampe. Also irgendjemand will uns doch offensichtlich hier irgendwas am Bord machen. Ich gehe zur Rampe und... Passe auf, dass uns niemand irgendwelche Dinge ans Schiff baut, die wir da nicht haben wollen. Ja, kannst du dich vielleicht um die Ecke setzen und wenn jemand kommt und das machen will, dann greifst du Verhindere ich das, ja. Ja, greifst in dir. Ja. Ja. Ich nehme den Stuhl mit. Ja. Einmal siehst du noch einen denselben oder auch nur das gleiche Modell des Druiden näher kommen, aber dann wieder abschwenken, als er sieht, dass die Rampe noch offen ist und möglicherweise jemand irgendwie da sein könnte. Hm. Ansonsten passiert nichts weiter. Irgendwann kommt... MAV1N wieder mit einem Schwebeschlitten, der voll beladen ist mit verschiedensten Rationen. Okay, also... Sein Knie quietscht nicht mehr. Es ist nicht nur Paste und Pillen. Nein, es sind auch ein paar eingeschweißte Steaks von irgendwelchen Tieren. Hm. Und ansonsten sehr viel gesundes Zeugs, fürchtest du. Hm. Macht nichts. Was essen Chiss eigentlich? Pilze? Gute Frage. So unterirdisch. Eiscreme. Eiscreme und Pilze. Mm. Ja, lecker Zusammenstellung. Pilz-Eiscreme. Ja. Creme-Champignon. Tja, können wir jetzt los? Magen? Wann müssen wir fliegen? Wann wollen wir? Können wir los? Würmer. Wir haben Vorräte. Ihr bekommt ein Signal über Kommen rein aus der Station. Der Druide verstaut eure Vorräte. Wir warten noch auf den Druiden mit den Astro-Daten. Geht. Will irgendjemand reagieren darauf, dass jemand versucht, euch anzurufen? Ich bin draußen. Ach so. Ja, ja. Geh ran. Geh mal ran. Ja. Ist dort die Pichu Pichu?
Ja. Ah, dies ist wieder CZ13. Ich melde mich mit der Aussage, dass unser Droide, der sämtliche nötigen Daten in seinem Speicher hat, in wenigen Minuten bei Ihnen eintreffen sollte. Alles klar. Viel Glück. Danke. Frag mal, ob dieser Droide... Ach nein, besser nicht. Was heißt Pechu Pechu eigentlich? Ich hab gesagt, das heißt eiserner Kleiter. Ja.